Hier sehen wir eine Festplatte mit Windows 8.1 to go, die wir jetzt im laufenden Betrieb abziehen werden. Man sieht hier, dass der Rechner ganz normal funktioniert und reagiert. So. Mein Assistent Timo wird jetzt die Festplatte entfernen. Wow, was spannend. So. Wenn wir jetzt auf die Tastatur drücken, geht nichts mehr. So, und jetzt stecke sie wieder an und drücke die Windows-Taste. What the hell? So, wenn man das Ganze innerhalb einer Minute wieder einsteckt, läuft das System gleich weiter, wie wenn man wie wenn man bei Windows auf Energiesparen drückt. Beziehungsweise das Ganze ist im RAM offenbar gecached. Und das Ganze, die Windows-Taste läuft ganz normal weiter. Nope.